Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video für Train Driver 2. Wir sind in einem Level 10 Stellwerk drin, und zwar LC Sperzo, aber das habe ich bestimmt wie immer falsch ausgesprochen. Und ja, das Besondere an dem Stellwerk ist, wir haben de facto zwei Bahnhöfe. Wir sind jetzt hier im Hauptbahnhof, unter Anführungszeichen Hauptbahnhof im Perzo. Das ist im SCS der große, wenn ihr den seht. Und dann haben wir hier noch einen kleineren, das rechts von uns, also quasi in diese Richtung runter. Und wir haben SUP, die Bahnübergangssteuerung, die alle lieben und ich auch. Das ist jetzt mein zweites Mal, dass ich das Stellwerk mache. Gestern war mein erstes Mal und ich habe tatsächlich keine einzige Störung im SUP gehabt. Hoffe mal, das bleibt heute auch so, ansonsten habe ich hier Spaß. Und ja, ob das Stellwerk wirklich Level 10 braucht, das sei mal dahingestellt. Es ist eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Wenn wir uns mal SWDR kurz anschauen, sind die Fahrpläne in drei Segmenten aufgeteilt. Und zwar war das einerseits der Anschluss ganz links, wo das Eingleisige weggeht, dann Perzo selbst und dann Rogalin. Also wenn wir hier wieder zurückgehen, das ist der Bahnhof ganz unten da. Also ihr müsst das hier so lesen, von links nach rechts. Also der Anschluss hier geht da weiter und dann hier raus. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das Hauptstellwerk an. Ist hier, es ist recht groß und ja, die Schrift ist hier ein bisschen am rumpacken. Soll uns aber nicht weiter stören. Moin, Kollege. Ich bin gerade am Rauchen hier, hä? Ah, da ist die Tür. Und das, muss ich sagen, ist ein Stellwerk, das echt gut eingerichtet ist. Also fast schon luxuriös, wenn man so die anderen hier kennt. Ich meine, hier so Leder- oder Stoffsessel, was das sein sollen. Hat man hier chillig. Das ist unser Arbeitsplatz hier. Dann hätten wir hier noch die manuelle Bahnübergangssteuerung. Das bleibt erstmal zu. Und ansonsten sehr viel Platz. Aussicht in die Richtung, ja, ist eigentlich ganz okay. Wir haben hier sogar eine Katze. Gibt schon mal Pluspunkte. Ein paar Schränke. Überbleibsel vom mechanischen Stellwerk, was hier mal drin gewesen ist. Und dann der Kühlschrank. Wobei, den Kühlschrank finde ich ein bisschen blöd platziert, weil man kann da jetzt nicht so ganz ans Fenster gehen. Muss man halt den Trick hier machen. Ein bisschen reinzoomen. Und dann sieht man hier raus. So, und während wir jetzt hier gequatscht haben, habe ich ja schon den ersten Zug bekommen. Der fährt von Anschluss BA nach SR. Sprich, BA ist das Doppelgleisige links und SR nach rechts. Also der fährt hier einmal so durch. So, okay. Schauen wir uns mal schnell die anderen Spawnpunkte an. Wir hätten da einerseits Drotznik. Das ist rechts vom Perzo. Jetzt da ist der Bahnhof. Und, oder? Ja, doch. Habe ich jetzt nicht falsch gesagt. Können wir uns hier ein bisschen hinstellen und mal ein bisschen Züge beobachten. Dann haben wir noch OW. Das ist jetzt quasi genau die Übergangsstelle, wo hier das Eingleisige reinkommt oder rausgeht, je nachdem, wie man es sieht. Darf man damit 120 weiter kacheln hier. Aber bitte nicht über diese Weiche. Und dann haben wir noch RG. Wir haben ein ganz normales Stellwerk hier drin, aber das kennen wir ja schon. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist jetzt rechts unten. Oh, das ist aber ein niedlicher Bahnübergang hier. Und da hinten ist der andere kleine Bahnhof mit Ausweichgleisen. Da dürfen nur die Passagierzüge halten und da unten. Also beziehungsweise Passagierzüge dürfen hier nicht enden. Da dürfen nur sag gleich Güterzüge enden, so was ich jetzt aus dem Forum raus habe. Und ansonsten bei uns oben alles kann alles quasi hier enden. So, gehen wir mal hier raus und schauen uns mal die Umgebung an. Solange wir noch die Zeit haben. Ah, da hinten geht's zur Straße. Okay. Der ist echt niedlich. Echt irgendwie süß. Kann ich den aufmachen? Geht er jetzt auf? Okay, irgendwie macht er nichts, aber ich kann es auch. Könnte es auch falsch machen. Vielleicht muss ich es auf beiden Seiten machen. Mal probieren. Es ist auf Open. Hm.
Na egal, lassen wir es mal lieber auf Closed. Was haben wir hier hinten? Irgendwie so eine Landstraße. Da hört die Stadt auf. Da ist gerade mal ein Auto hier drauf. Okay. Laufen mal nach hinten, leider ohne Super Sprint. Jetzt kann ich die Scherze machen. Gestern war wirklich wild. Da sind die Züge im 5-Minuten-Takt gekommen. Da hätte es eigentlich aufnehmen sollen. Mal schauen, wie es heute ist. Es ist jetzt bei mir halt kurz nach dem Mittag. Also ist jetzt 10:50. Ich denke mal, so kommt da später sicherlich mal ein bisschen was an Fahrplänen rein. Ja, und jetzt keines doof hier. Super Aussicht auf die Bahnanlage. Das ist ein Parkplatz, wo irgendwas gebaut wird. Vielleicht ein Supermarkt. Warum auch nicht, ne? Wäre nur irgendwie schön, wenn man da vorne beim Bahnhof auch noch irgendwie so ein Spawn hätte. Das wäre sehr praktisch. Ja, und neben dem SCS ist ja links das SOP eingeblendet. Da könnt ihr mir dann mal Feedback geben, ob ihr sagt, oh, das braucht man eigentlich nicht bei der Aufnahme, vielleicht wenn SCS angezeigt wird. Oder ob ihr sagt, ah doch, lasst es mal drin, weil wir wollen ja sehen, wenn es einen Fehler hat, wie das Ding dann abgeht. Okay, das ist irgendwie so ein Warenhaus. Polska, Ozirk. Also ich habe keine Ahnung, was das heißt. Vermute mal irgendwas mit Poststelle. So, ein Netzgebäude. Das sieht man jetzt auch nicht jeden Tag. So, eine Dauerrotampel. Ich frage, ob die mal oben steht. Okay, du blinkst. Okay, bist auf Rot gegangen. Bist du jetzt auch auf Grün? Oh, Tatsache. Die funktioniert ja. Nur, dass halt die Autos hier statisch sind. Okay, zurück zum Bahnhof. Also, das sind einfach nur diese zwei Bahnsteige hier. Das kleine Häuschen hier erstmal wieder voll am Abfeiern. Das ist nichts Besonderes. Platz für die Fahrräder. Fahrplan. Ja, das sind nicht mal Ticketautomaten. Okay. Oder sind die schon modern und machen das mit der Handy-App? Drogalin. Okay. Die Uhr funktioniert nicht. Aber die Uhr funktioniert. Es sind so kleine Details, aber ist immer wieder super, wenn sowas funktioniert. Schauen wir uns mal unseren Abbahnhof an sich hier an. Auch da eine kleine Siedlung, gehen wir mal von da rein. Noch ein paar Ausweichmöglichkeiten. Eventuell mache ich später nochmal die Spawns auf. Da geht es ja nach unten. Okay. Größerer Kreisverkehr hier. Oha. Da kann man ja was abstellen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also halt nur etwas mit Diesel. Oberleitung geht gar nicht so weit. Lasst uns da mal reinsehen. Okay, da hat es auch den WK. Das Tor können wir halt wieder nicht aufmachen, aber man könnte da was reinstellen. Und du hast dann vorbei. Okay, nett. Hier könnte man ebenfalls ein paar Wagen abstellen. Könnte man sich denken, okay, diese Rollen werden dann irgendwie aufgeladen hier. Ein bisschen kurz das Gleis, aber man könnte da ein bisschen spielen. Und hier irgendwie Holzverlad hier ganz draußen. Halt auch nur mit Diesel. Und ja, könntest du hier die Wagen abstellen und dann ziehst du die irgendwie raus, darüber oder wo auch immer.
Jetzt bin ich komplett an so einem Hauptgebäude vorbeigelaufen. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Ja, Standard, aber kann man schon so lassen. Als Rollstuhlfahrer hast du halt wirklich keinen Spaß hier. Zumindest wenn du rüber musst. Was heißt das? Presseste. Okay, Moment. Ja, wo ist mein Google Übersetzer? Übersetzen. Google Lens. Was steht da? Passage through the forms is prohibited. Okay. Warum geht das denn überhaupt darüber? Wo geht der Weg hin? Oder ist das nur für. Hier für die Halle darüber? Ich wette mal, in echt laufen die Leute einfach drüber. Ich meine, das lädt halt irgendwie voll dazu ein. Okay, was haben wir hier? Sitzmöglichkeiten, Infopoint, digitaler Infopoint. Ist ja modern hier. Wahnsinn. Er freut sich. okay. Was? Technikum Nummer 1 zu Sim im Jana Pavla 2 wie per Zuvie. So. Schienentraktor. Aber hier gerade direkt ein Museum. Einen Moment, ich schaue jetzt gerade mal parallel nach. Technikum NR 137. Technikum 137. Okay. Ich muss mal später im Google nachschauen, was das ist, und dann sage ich es euch. Aber schönes Detail hier. So, Busbahnhof, die Busse kennen wir ja schon. Ein Lidl ganz in der Nähe. Geil. Also wenn du hier FDL machst, machst du nicht so weit zum Einkaufen. Und aus welchen Gründen auch immer, ist hier ein Haufen Kohle. Oh yeah. Da wird geklingelt. Ist das schon der Zug, wo den ich haben will? Ja, es ist eh nur der. So, jetzt muss man halt aufpassen, wo die halten. Also man sieht ja hier kein Halt, ist eh klar. Da gibt es auch nichts zum Anhalten. Aber in Herzog hält er. Und er hat um 45 die Abfahrt und fährt dann nach Testowo durch. Okay, und das Schöne, was man jetzt hier machen kann, ist, ich mache jetzt hier den da. Und wenn ich wollte, dann könnte ich auch komplett durchziehen. Es ist sehr praktisch. Okay, das heißt, der taucht jetzt bald mal auf. Gibt sonst noch auf der anderen Seite was Spannendes zu sehen? Okay, da haben wir noch einen Kiosk, Platz für die Fahrräder. Jetzt weiter in die Stadt. Ja, und ich glaube, dann haben wir es erstmal gesehen. Kommt damit denn klar, dass dieser Bahnsteig einfach so schmal ist? Ich finde es bedenklich, sicherheitstechnisch. So, da vorne ist wieder unsere Hütte. Okay. So. Beziehungsweise, ich werde mich mal hier hinstellen. Und dann würde ich sagen, melde ich mich mal wieder, sobald der Zug da ist. Und dann geht's weiter. Also, bis gleich. So, unser Kollege ist da. Machen wir mal schön Hallo. Level 4 Dominik. Kommt da gleich von hinten. Fahrplantechnisch ist jetzt auch, währenddessen wir, oder ich da gewartet habe, müssen wir dazu kommen. Um 13 Uhr kommt jetzt noch was von genau der anderen Richtung. Und dann nicht um 13:47, aber ich denke mal, da kommt noch ein bisschen mehr. Jetzt fragt er mich da schon, ob frei ist. Alter, du kannst doch Signale lesen. Immer die Leute am Rumstressen. Tu den Fahrdienstleiter doch erst dann stressen, wenn du vor Rot stehst und du eigentlich fahren müsstest. Wieso fährst du nur 73? Was fährst denn du da? Aha. Eine Doppel-EU.
Alles klar. Mach doch die zweite ganz hinten, dann könntest du halt auch gut bremsen. Naja, mach das mal wieder weg. Und da hinten kommt er. Er ist auch zu spät. Um 41 sollte er eigentlich bei mir da vorbeidüsen. Das sehe ich halt schon wieder gern. Ich glaube, ich stehe mir ein bisschen weiter nach hinten. Oder ich stehe mich da generell hier auf den hier. So, dann haben wir da mal ein bisschen Durchblick. Komm mal, Jung, gib Gas. Bin mal gespannt, wie der dann anhält bei seinem pH. Oder war das? Ach nein, das war die Auflösung von ihm. Okay, alles klar. Dann sagen wir mal, dass er da durchgefahren ist. Und zwar jetzt. Und dann hat er schon plus 2. Gut, gehen wir mal in unsere Hauptstation rein. Dürfte nicht so lange dauern, bis er dann da ist. Ah, jetzt habe ich gar nicht auf das SOP geachtet. Das ist abgegangen. Vermut's mal. Da ist er auch schon. Jetzt nicht so die große Strecke da hinten. Die größere Strecke ist es dann nach rechts runter. Da hat er dann ein bisschen was zu fahren. So, Abfahrt über 40, also in einer Minute soll er wegfahren. So. Pfeifen tut er auch brav. Hier oben, ne? Das ist ja das Teil hier. Aber bestimmt mal ein Gleisplan hier drin, was dann Signale und so weiter noch angezeigt hat. Und dass der nicht da ist. Das wäre noch schön gewesen. Wenn nicht, dass ich jetzt brauche, man hat es ja jetzt digital, aber trotzdem. Hätte ich jetzt drin lassen. Ah ja, ich wollte erst mal im Perz so mal ein bisschen googeln, was das alles ist. Dabei habe ich gesehen, dass die ganze Strecke hier fiktiv ist. Naja. Ist wie es ist. Komm mal, Junge, komm jetzt. Es wirkt so langsam, wie er da fährt. Wenn du über das Signal rauscht, gell? Aber dann. Der macht super Slow-Mo-Bremsen hier. Na, schaffst du es? Sieht tatsächlich gut aus. Alter! Wie viele Pfeifen willst du noch machen?
Aber gut, das hat geklappt. Dann gehen wir mal die Weiterfahrt. Wunderbar. Der fährt nach Testobo SL. Das heißt, ich werde hier mal Testobo SL einstellen. Anfragen. Wunderbar. Und dann kann er auch hier rausfahren. So, er ist abgefahren. Abstempeln mit der Zeit. Nach wie vor 2 Minuten. Und soll ich mich jetzt schon verabschieden oder kann er nur Blödsinn machen? Er kann Blödsinn machen, aber... Ich vertraue mal darauf, dass er keinen Blödsinn macht. Das heißt, wir können uns jetzt hier hinstellen und beobachten, wann er hier vorbei... Wer klingelt jetzt? Ligota! Darfst du das? Ligota, bist du der Erste? Naja, von SR. Okay, habe ich mal kurz angenommen. Und der von Ligota, ja, das ist der 18040. 350 hält hier oben einmal und fährt dann weiter nach BA. Also alles zweigleisig. Dann gebe ich dir mal die Einfahrt bis nach Perzeu. Dann wird es vorbereitet. Ja, cool. Ach, wisst ihr was? Stell uns unten hin. Oh, ich höre ihn schon. Ja, wobei jetzt hier auf dem Gleis stehen ist ein bisschen riskant. Komm, wir machen es sicher. Hinterm Bahnübergang. Ich mag den. Der ist niedlich. Außerdem brauche ich noch irgendwie ein gutes Foto von irgendeinem Zug, wenn er hier fährt. Greift direkt hier fürs Thumbnail. Das werde ich gerade mit ihm machen. Ich weiß, geh weg. Ah ja, F9. So. Sieht man eigentlich bei dir die Beschriftung? Ja, bei dir sieht man es. SCS mal gucken. Wir sind im Block da hinten. Ja, ja, haben ja keinen Stress. Also gemäß Verspätung müsste er jetzt genau jetzt da sein. Ja, ich glaube, ich sehe da hinten irgendwas. Das STS, er ist immer noch da hinten. Okay, das, ja, wenn er jetzt noch mehr Verspätung kriegt, dann haben wir eventuell noch den Zug aus Ligota noch parallel hier. Der ist auf jeden Fall schon losgefahren, Pfeil ist rot. Da hat jemand was geschrieben. Achso, dass er abgefahren ist. Alles klar. Da ist er ja. Oh, machen wir wieder auf Safe hier.
Oh, wenn er sich jetzt ein bisschen Mühe gibt, dann schafft er noch die 100 hier. Jetzt traut er sich Gas geben. Okay, einmal kurz abstempeln. So. 4 Minuten. Ich glaube, seinen Fahrplan merke ich mir mal. Der fährt eh nur noch. Ja, okay. Es wird aber was dazukommen. 15:40. Der nächste aus Liguta. Und hat noch keinen Fahrer. So, wir gehen mal wieder hier rein. Und dann warten wir mal auf den nächsten. Der auch schon verspätet. Ah, nee. Oh, wow, das ist pünktlich. Hello. 18:040. So, seitentechnisch 53. Also er kommt jetzt dann 53. Dann haben wir da oben 13 Uhr. Jetzt müsste dann bald mal. Oh, der kommt von SR. Ne, Moment mal. Das ist er hier. Entschuldigung, falsch gelesen. Um 12 kommt der nächste dann. Aus Richtung RW. Okay. Das passt ja. Kontrollieren? Ja, nee. Nichts falsch gemacht. Okay, das war Test Turbo, der aufgelöst hat. Ich sollte das mal timen, wie lange das braucht, bis die da hinten am Anschluss sind und bis sie dann da sind. Wenn sie halt normale Geschwindigkeiten fahren. Wo könnte das denn eigentlich sein? Telefoniekarte, Zapowiki, irgendwas? Es könnte eigentlich dieser Anschluss links oben sein. Es wird passen. Da ist er. Cool. Nett zusammengebaut. Okay, können wir mal abstempeln. Ist durchgefahren. So. Abstellwerk hier. Mal gucken, der hat Abfahrt um 7:50 in 2 Minuten. Dann wird eine 3 sein. Und beim anderen Stellwerk. Also 13 Uhr geplante Abfahrt bei meinem letzten Ding. Ich glaube, da könnten wir schon mal anfragen bei Chlorkovici. Sollte nicht allzu überraschend sein. Chlorkovici MG war das. Gut, hat angenommen. Geil. Ja, okay. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen kleinen Cut, bis er hier ist und abfahren muss. Ansonsten, da wird angeschrieben. Wollne? Ja, du hast schon angenommen. Warum schreibst du mir das jetzt nachträglich? Okay. So, 58.
15, 8, 52, 14, 20. Mal gucken. Okay, also liebe Leute, für euch an der Stelle ein kleiner Cut. Bis gleich. So, Dale. Kollege ist beim Einfahren. Wunderbar. Ich muss mir auch mal überlegen, mit sowas kurzem zu fahren. Sieht nur irgendwie cool aus. Abfahrt um 57. Junge, du bist zu spät. Warte mal, bis er seine Ausfahrt hat. Bis er zum Stehen kommen ist. Ja, wobei machen wir es ab jetzt. Gib ihm Ausfahrt, los geht's. Was machst du da? Macht er jetzt die Türen auf, oder was? Das ist ja geil. Sag mal, abfahren, jetzt, du verspätet. Hallo. Ich glaube, der macht jetzt eine Minute. Oder hat er vielleicht seinen Screenshot jetzt gemacht? Ja, jetzt macht er die Tür wieder zu. Sagen wir mal, wohin fährt der eigentlich noch? Glockewitze, Schermin, Testowo, Willig Park. Oder einmal umsetzen. Und dann nach Widichowo. 14,55. Ja. Da fährt er ein bisschen. So, abgefahren. 4 Minuten Verspätung. Ja. Kriegt einen Daumen nach oben von mir. Oh mein Gott, sehen Sie das? Da ist jemand unterm Wagen. Geil. Okay, warte mal. Das muss ich mal von dir nochmal geben. Wo ist denn der Spot für das? Ist hier so ein bisschen unten drin? Ja, ich glaube so. Okay. Geil. Da muss ich irgendwie an Simray denken, wo das mal so ein Ding war, wo die alle irgendwie unten gewesen sind. So, mein Junge, gib Gas. Ach man, warte mal, diese... War da die 80er-Wagen dran? Ich merke mir nie, welche von diesem alten Wagen 80 fahren können und welche schneller fahren. Aber so wie er fährt, sind es vermutlich die 80er. Ach, lauf ihm doch mal ein bisschen entgegen. Also landschaftlich, da ist nicht so viel los. Sehr viel Anbau hier. Und sehr viel Natur, damit man ja nicht durchschauen kann auf die hintere Seite. Dabei geht es aus, dass ich mal schnell rüberjump. Der ist gleich da, ich will mal da hinter den Wald sehen. Aber das ist vermutlich aktiv gar nichts.
Kurve, glaube ich, wäre noch geil zum Foto machen. Aber das Interface ausblenden. Vielleicht ein Stück weiter, vielleicht so. So kann man es lassen, oder? Wenn man jetzt dann so reinfahrt. Wer klingelt? RW DLA 1234. 1234, da fährt man RW. Ja, ist free. Da kommt immer vom Eingleisigen. Und da ist unser Kollege. Das drüben. Und? Ja! Das ist so geil. Okay. Machen wir Interface wieder rein. Jetzt sehen wir gerade nochmal. Packt für RW an und tut noch nicht blockieren. Jetzt zu der blockieren. Die stehen da. So, jetzt kann ich mir da hinter den Wald hier gucken, sofern ich da durchkomme. Yo, genau wie ich es mir gedacht habe. Ganz viel nix. Ja, gut. Wird's ja eh nicht sehen, deswegen halt diese Bäume. Wand hier. So, der Express, der da von da hinten kommt. Mache ich da am besten das Foto? Diese blöden Masten hier. Ja, vielleicht so. Ja, das kann man machen. Das wäre natürlich geil, wenn jetzt zeitgleich dann da links was kommen würde. Schauen wir uns mal den Kollegen an. Achso, ich muss mich abstempeln. Der 1234, was für eine kreative Nummer, fährt nach SR, nach Paro. Und der hält kein einziges Mal. Okay. Oh, und ich sehe gerade, SOP ist am Arbeiten. Ich gerade in OBS. SOP-Fenster habe ich bei mir gerade minimiert. Was ich nur dann. Mache ich nur dann auf, wenn sie sich beschwert. Man gar nicht die Weichen gehört. Boah, ist ein bisschen zu weit weg. Kanal 2 für da hinten. Wenn es denn umgesetzt wäre. Okay, 13:12, sind noch ein paar Minuten. Von der SR Richtung 25 der nächste. Haben wir Zeit. Okay, liebe Leute, an der Stelle gibt es wieder einen Cut für euch, bis unser Express da ist. Bis gleich. So, unser Kollege ist aufgetaucht. Sagen wir mal hallo. Ja, was ist denn da los? Da wird nicht hallo gesagt. So, Interface aus. Verspätungstechnisch sind wir bei plus 3 aktuell. Vielleicht wird es noch eins mehr, bis er da ist. Bin mir nicht sicher, wie lang die Strecke da hinten ist. Sollte eigentlich noch problemlos durchkommen. Diese Fahrer, die nicht Hallo sagen. So unhöflich. Gut, man kann es ja natürlich andersrum machen. Man sagt einfach gar nichts. Und wenn dann jemand Hallo sagt, dann sagt man zurück Hallo. Also jetzt als FDL-Posten meine ich. Hm. 8:50. Mit was bist du unterwegs? EP 08, 168 Meter. Ja, nicht sehr spannend. Paro Tarkovice, das ist ein recht kurzer Fahrplan.
Naja, wenn es nicht länger sein soll. Ja, ist er. Geil. Und ist zu schnell. So, Screenshot-Hammer drücken. Was wird jetzt da hier gerast? Also wenn da ein Gleis ist, dann habe ich das live auf Kamera hier. Wie er Gas gibt. Ah, oh, die armen Leute da drin. So, abstempeln. Bist da jetzt durch? 4 Minuten Verspätung. Nehmen wir mal unser Hauptding hier rein. Der Paro KG fährt der 19 nach, ist er bei mir weg. Ja, da können wir schon mal. Können wir ja schon mal ein bisschen was machen. Paro. Wo ist er? Paro KG. Wüte, nehmen wir an. Das würde ich super finden. Geil, danke. Und dann ist er für uns vorerst erledigt. Ja, da kommt er rein. Komm mal, Junge, gib Gas. Du, deine Verspätung wieder einfahren. Ich habe jetzt auch von der Zeit mal ein bisschen mehr eingestellt. Langsam kommt ein bisschen was und der Typ da ist einfach schon mal 20 Minuten zu früh. Ist aber schön bunt gemischt hier. 571 Meter, 1500 Tonnen. 13,31. Das ist jetzt bald. Inklusive der andere von SR. Irgendwie wäre ein Streckenplan nicht schlecht, wo die Geschwindigkeiten mit eingetragen sind. Ah, vielleicht steht es im Forum der Eintrag. Muss ich mir später nachsehen. Man könnte sich eigentlich da auf die Brücke raufstellen. Mal schauen, ob ich da überhaupt raufkomme. Brücke, 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 Brücke. Einfach so drauf oder muss ich die Rampe nutzen? Okay, ich komme da nicht rauf. Doch, jetzt. Da ist er ja. Oh, eine geile Ansicht. Nein! Ich glitsch da durch. Mann. So ein Shit. Okay, abstempeln. Du bist durch. 10 Minuten nach. Wer ist der nächste? 13, 25, 32. Sterben 25. Was SR, BA, BA, SR, SR. Tut hier enden. Und keiner für RW. Naja. Und im Chat auch nichts Spannendes. Alles klar. Na dann, immer mal das Stellwerk. Da passiert jetzt am ehesten dann gleich was, wenn dann von hier ein Zug kommt und der Express hier. Also, der Tisch da, ne? Kann der nicht irgendwie da rechts irgendwie ran? Finde ich jetzt irgendwie praktischer. Oder das ganze Ding mal ein bisschen rüberschieben und dann kann das da daneben irgendwie hin. Hm, ja, so geht's natürlich auch. Okay.
Ja gut, ich gebe jetzt mal wieder einen kleinen Cut für euch, bis er da ist. Bis gleich. So, Dre, da hinten ist der Kollege. Und dann kann ich ihn ja gerade schon mal abstempeln. 3 Minuten, wunderbar. Yay! Er hat was gesagt. Okay, jetzt gehst du damit nach oben. Cool. Ja, dann haben wir erstmal sturmfrei, würde ich sagen. Bis 25? Ja, jetzt? Okay, Ligota fragt mich an. Bist du überhaupt schon in Ligota? Moment, das habe ich jetzt falsch gelesen. Klokowice nach Ligota. Ist das schon ein Klokowice? +2, +2. Naja, dürfte nicht mal allzu lang dauern. Okay, ich würde sagen, sobald der Zug aus der anderen Richtung ankommt, sehen wir uns dann wieder. Also, bis gleich. So, und weiter geht's. Der erste Zug ist da. So, dann sagen wir mal Hallo 67534. Hat eine Verspätung von 5 Minuten. Fahrstraße ist gestartet. Bis nach Perzo rauf. Und Otoko hat dann ohne zu fragen schon mal angeklingelt. Und zwar ist es der Zug hier. 16 Minuten Verfrühung. Da werde ich schon mal den Text vorbereiten für Zori. 3 ahead of time for 4.30.55. Fragezeichen. Und mit so einer krassen Verfrühung wird man nicht einfach blocken. Super Maschinista. Mal schauen. Ich werde das schon mal vorbereiten. In den nächsten Tab. Und da ist er auch. Level 20. Cool, ist mal ein bisschen was los hier. Mit der Verfrühung würde er bei mir wann durchfahren? 44. Södre. Kollege Nummer 1. Sechs Minuten. Und Kollege Nummer 2. Oh Gott sei Dank, SOP macht kaum Blödsinn. Soll ich jetzt schon anfragen? Ja, ich warte noch einen Moment. Zumindestens bis er... Ja, okay, da ist er schon. Bis ich die Zeit von ihm hier habe. Stimmt, der war ja so ein bisschen länger. Könnten aber schon mal für Ligota sperren. Auf BA. Ligota SR muss er. Södre, dann werde sie geblockt. Oha, hat er da ein bisschen zum Kämpfen mit der Steigung. Er wird langsamer. Oha, oha. So, Abstempeln. 17 Minuten zu früh.
So, dann fahren wir mal zurück. Was waren das? 1500 Tonnen oder so? Aber schön zusammengestellt. Och, sieht geil aus. Gefällt mir. So, Abstation hier. Ist der schon? Ne, der ist noch nicht da. Ah, der ist gerade am Einfahren, sehe ich gerade im Augenwinkel. Also da. SCS vorbereiten. Was schaut's aus mit Zuri? Nee, hat noch nichts gesagt. Ja, für den... Zuri hat gesagt, das ist frei. Oh, geil, 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 geil. Oh, du kriegst Ausfahrt da oben. Und du fährst nach da. Cool, wir beide vorbereitet. Er fährt jetzt weg. Es ist er hier. Abgefahren ist er jetzt. Und Kollege Güter, wo bist du? Da hinten kommt er. Einmal belohnen für die gute Fahrt, auch wenn du verspätet bist. Er hat echt ein bisschen Struggle da hinten. Zumindest wirkt es so. Bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt bis nach hinten bergauf. Also zumindest bis da vorne. Sieht man das gleich von hier besser? Ja, ich glaube, bis hierhin geht's bergauf. Ist nicht gerade oder ein bisschen nach unten? Ich bin mir nicht sicher. Geht es nach wie vor bergauf? Ich glaube, ich muss mich da weiter hinten hinstellen. Also hier irgendwo, glaube ich, ist das der Scheitelpunkt. Ah, nee, warte mal. Das ist hier nur gerade wegen dem Bahnübergang. Ich glaube, da geht es nach wie vor bergauf da hinten. Kann mich auch irren, das wirkt jetzt einfach nur so. Okay, er ist durchgefahren. 18 Minuten zu früh. So, und bei ihm auch erstmal. Bus. Ja, da macht es wie so ein... Ja, das ist ein kleiner Steck nach unten, aber da geht's wieder nach oben. Ich könnte mich natürlich in den Rangierlok reinsetzen und die Strecke mal selber kurz abfahren. Aber das mache ich nicht. Sieht eigentlich hier aus. Da
erkennt man es hier. Oh, das ist hier wieder abschüssig. Oh, man sieht so schlecht. Oder ist das nach wie vor steigend? Ist die ganze Strecke einfach nur eine Bergaufstrecke hier? Da hinten wieder flach? Also, wenn jemand von den TD2-Experten weiß, gerne sagen, aber es wirkt irgendwie so, als würde es hier zu der Station einfach nur bergauf gehen. Da haben die Güterzüge aber Spaß, wenn sie von links kommen. Halt. Da, ja. Okay, schauen wir mal SCS. Er ist am Verschwinden. Wunderbar. SOP macht auch noch sein Ding. Fahrplantechnisch, er kommt jetzt noch um 14. Oh, scheiße. Ich habe vergessen abzustempeln. Ist jetzt da oben eh nicht so tragisch mehr. Man könnte jetzt auch theoretisch nur... Also, bei manchen anderen Stationen mache ich das, dass ich mir nur die wichtigsten Sachen auf habe. Nur die zwei offen haben und dann tue ich es halt da abstempeln. Oder man sagt... Wobei so wäre es dämlich, wenn man halt nur die Endstationen drin hat. Also sobald du natürlich, also mal angenommen, da das ist ja 60650, dann könnte ich auch einfach nur hier unten abstempeln. Und dann sind die halt gleich mit abgestempelt, weil das quasi die letzte ist und umgekehrt. So könnte man es natürlich machen. Ich mache es jetzt extra sauber da. Jedenfalls, wo ich eigentlich hingehen wollte, 1434 kommt einer von S. ...14.34 um 13.42, also das war er hier, um 13.48. Hä? Also um 48... Okay, ja doch, macht Sinn. Um 48 kommt ein Express, der hier endet. Und gerade dahinter... Warum ist der Express eigentlich so verfrüht? Ach so, da hat er ein PH gehabt und da hat er an 22 Minuten PT gehabt, den er nicht gemacht hat. Die Verfrühung wird er aber wieder verlieren, weil hier hat er ein PH mit einem PM und den muss er abwarten, also ist er dann wieder on time. Sprich, der kommt, ja, also 14.17. 14.27 ist es 13.41. Okay, das ist dann erstmal Pausezeit. So, Güterzug ist da. Bin schon minus 19. Ach, krass. Aber hat sich gut gehalten. Keine Probleme. So mag ich das. Na gut, also, nachdem es jetzt erstmal ein bisschen Leerlauf hat und es, glaube ich, zwischendrin jetzt erstmal nicht sehr viel passiert, würde ich sagen, gibt es erstmal einen kleinen Cut. Also, bis gleich. So, dann ein Zug ist angekommen, ein Express, aber nicht der, auf den ich eigentlich gewartet habe. Der ist einfach verschwunden. Das ist jetzt ein anderer. Mit interessanten Rahmen. Der Nesville, der hat mir auf Deutsch sogar Hallo gesagt. Mega nice. Fahrplansituation hat sich auch etwas verändert, wenn wir da mal ganz kurz reinschauen. Wir haben jetzt hier diesen 4789. Der fährt hier überall durch. Hat hier zwar einen PT, aber ich glaube, den werde ich mal durchschicken. Ansonsten haben wir einen MPE, ROJ, ROS. Die sind aber von der Zeit etwas dicht getaktet. 33, 41 und dann 15, 33. Der letzte. Da klingelt's. Was klingelt da? Achso, das ist der Kollege hier. Naja, Standard in der City. Nur mal schnell abstempeln. Eine Minute Verfrühung. Wunderbar. Und
fährt auch nicht zu schnell. So muss das sein. Ja, aber ich glaube, für das Video belassen wir es jetzt mal bei diesem Intercity hier. Aber ich kann mir es halt wirklich gut vorstellen, dass ich hier mal einen Stream mache in diesem Stellwerk. Ist eigentlich ganz angenehm, kann man ein bisschen rumspielen, hat da seine drei Segmente hier. Das Bahn geht auch. Also Gütersbahn, wer sich fragt, ne, das ist hier unten in Rogalin. Und das Bahn für alles ist hier oben im Perzo bei N. Damit kann man spielen. Ich habe den auch mal kurzzeitig offen gehabt. Er ist immer noch offen. Aber da ist nichts reingekommen. Und da hinten ist er auch schon. Sehr schön. Ja, dann frage ich mal wegen der Ausfahrt. Ausfahrt um 28. Soll ich 8 Minuten früher? Ja, da ist wieder einer im Offline. Ich probier's mal. Warte, beziehungsweise, da ist jetzt den Cloak, wo geht's hier drin? Position L-Key. Okay. Da mache ich den. Hat falsche Seite. Klaukowitz. Was war's? MG. Ja. Ist frei. Na, wieder auch annehmen. Yes, tut er. Geil. Ausfahrt wäre damit da. Also ich weiß nicht, so Standard Intercity fahre ich irgendwie kaum. Irgendwann hat es halt mal gesehen. Abstempeln. Damit wären es 2 Minuten Verfrühung. Ciao, Kollege. Wir gehen. Sorry. Darfst du das? Naja, okay. Die nächsten beiden sind von Sorry. Von alle beide gleich. 4:31, 7:30. Beide machen am PH. Und da unten macht nur einer an PH. Okay, was uns fahren sie sich hinten gegenseitig auf. Aber das ist gegenseitig, einer fährt den anderen auf. Du kannst erstmal so fahren. Wenn es der richtige ist, mal schauen wir, wen er zuerst schickt, aber hoffentlich ist es der hier, der als erstes kommt. Sonst wäre es blöd. Cool, ja, dann ist noch ein bisschen was los. Ja, doch. Gefällt mir. Wird mal besser wie Zori. Ich weiß nicht, was das mit Zori ist. Also wenn es da irgendwie blöd geht, da wirst du richtig zugemüllt mit Zügen. Und das funktioniert halt so lang gut, bis halt alle pünktlich sind. Aber mit Verspätungen, boah. Zori ist schon ein bisschen zum Schwitzen kommen. Ja, ich glaube, ich wünsche Ihnen schon mal alles Gute. Da hinten ist er auch schon. Geil. Dann letzte Station abstempeln. Minus 4.
Ja, die Vorbeifahrt schauen wir uns noch an. Das war jetzt die perfekte Fahrt, ne? Du zeigst Geschwindigkeit schön ausfahren, fährt nicht einmal zu schnell. Ist sogar zu früh. Ist freundlich. So muss es doch sein. Wunderbar. Gut, dann schauen wir uns doch mal noch an, ob diese zwei Kollegen da irgendwie noch zusammenkommen. Aber ich glaube, ja, wenn wir uns mal anschauen. Abfahrten 33, 48, ich glaube, die werden sich nicht zeitgleich sehen. Nee, glaube ich nicht. Der taucht nicht auf. Okay, liebe Leute, an der Stelle soll es erstmal gewesen sein. Ich denke mal, es wird spaßiger, wenn ich doch hier mal einen Stream hier drin mache. Dann glaube ich, ist auf alle Fälle ein bisschen was los. Dann kommen sie irgendwie alle durch. Aber das war jetzt mal so der Einblick in die Station. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und wenn ihr ganz viel Zeit, dann werdet ihr sogar Kanalmitglied und unterstützt mich dabei. Bis dann, gute Fahrt und bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.